Angeklagter. Ihnen wird zur Last gelegt, Sie hätten an dem Mast gesägt. Ich habe nicht an dem Mast gesägt, ich habe nur mit dem Ast gefegt. Und dabei hat sie es fast geschrägt. Jawohl. Als ich dann den Quast verlegt, da habe ich mich mit Hast bewegt. Und das hat dann den Gast erregt und der hat dann am Mast gesägt. Sie haben aber in der polizeilichen Vernehmung noch ganz andere Angaben gemacht. Ich zitiere Sie wörtlich. Ich habe diesen Gast zersägt, weil er sich auf den Quast gelegt. Dabei hat sich ein Ast bewegt, vielleicht durch meine Hast erregt. Doch wer gefälschten Zaster prägt und Schuh aus Alabaster trägt, wer alle diese Laster pflegt, verdient, dass ihn der Mast erschlägt. Das haben Sie selber gesagt. Herr Zeuge, können Sie diesen Hergang bestätigen? Nee. Das war ganz anders. Ich hatte mich zur Rast gelegt und mich mit einem Quast gepflegt. Das tut doch jetzt überhaupt nicht zur Sache. Oh doch. Ich hatte mich zur Rast gelegt und mich mit einem Quast gepflegt. Denn wer schon einmal Bast zersägt, weiß, dass das keine Hast verträgt. Das spielt doch jetzt überhaupt keine Rolle. Doch. Da hat sich's im Rast bewegt und das hat dann den Mast bewegt. Und wie der Mast aufs Pflaster schlägt, da hat er wohl den Gast erlegt. Jetzt bin ich aber fast erregt. Womit wird denn das belegt? Herr Richter, wenn ich als Verteidigerin auch mal etwas dazu sagen darf. Der Mann ist ein Fantast, der pflegt, sobald er sich zur Rast gelegt, zu schreien, dass ihn der Mast erschlägt. Aber zurück zu meinem Mandanten, was wird ihm denn zur Last gelegt? Wenn man in sich das Laster trägt und sich der Wunsch nach Zaster regt, kommt es vor, dass man den Gast erschlägt und ihn dann auf das Pflaster legt. Die Beweisaufnahme ist abgeschlossen. Vielen Dank. Im Namen des Volkes. Wenn einer einen Gast zersägt, weil ihn ein Gymnasiast erregt, der vor seinem Palast gefegt, dann wird die Tat mit Knast belegt. Doch wenn er als Kontrast erwägt, dass er sein Geld zum Pastor trägt, der auch den Wunsch nach Zaster hegt, wird ihm das nicht zur Last gelegt. Stattdessen wird der Mast zersägt und auf das Grab des Gastes gelegt. Und wem der Spruch nicht passt, der trägt die Kosten des Verfahrens, gezeichnet Richter Ahrens.